Hey Freunde, wir machen jetzt mal ein Video. Und zwar, das ist die Lea. Hallo. Und die Lea wird mir jetzt meine Augenbrauen zupfen. Das freut mich sehr. Er wird leiden. Ich habe meinen Sohn vermisst. Na, den Bart hat sie schön gemacht. Danke, danke, danke. Das hier, das Kürzel. So. Kriegst du? Eins. Eins. Ich muss dir was sagen, Archie. Eins. Ah! Fuck, Alter. Come on. Dieser Blackout hat mich angerufen. Of course. Was? Geh schon weiter. Was? Blackout hat dich angerufen. Ja. Ich darf dir gar nicht. Status ihn. Was ist das hier? Tür an Tür. Also, wenn wir zusammen zur Schule laufen, sieht das für jeden völlig normal aus. Auch für ihn. Okay. Okay. Ja, es tut wirklich weh. Ich mach gerade mal seine Monobraue weg, ja? Was? Nicht. Nicht? Der neueste Vorfall. Ah! Dass die wahre Bedrohung nicht Black und ist, sondern die meisten korrupten Kräfte. Ah! Oh Gott, Scheiße! Ich bin davon blutet, was? Ja, ich bin voll müde gerade. Dass er von Lodge nicht die Probleme lösen, sondern nur von ihnen profitieren will. Passen zu unserem Tag. Ja, um Gottes Willen, hallo. Also nichts davon. Oh sagen. Gott! Alter! Ich warte auf den Moment, wo deine ersten Tränen kommen. Ja, das dauert nicht mehr lange. Echt? Ja! Oh, hast du mir eine Reihe aus? Oh Gott! Alter! Unser Vater ist so reich wie König Ernst. Wenn er investiert, wird alle voll. Du wolltest doch nicht. Kam die ersten Tränen? Oh Freunde, es ist echt schmerzhaft. Ich hatte ja das mitgenommen, ich bin noch aufgekommen. Oh, ich hab's nicht von Anfang an. Willst du mich verarschen? Das geht voll klar mit den Dingern! Das Geile ist aber, wir haben das live drauf, dass sie als. Die hat einen richtigen Augenbrauenschneider, ja? Guckt euch das an! Siehst du das hier? Dein Freund hat mir das verpasst. Kurz bevor seine Freundin in die Luft geschossen hat. Was ist passiert? Und natürlich ist das dem auch klar, ja? Passiert. Jo. Aber der Rest von uns musste zur Polizei. Jetzt gibt's Rache, Mann. Was habt ihr vor? Bombe? Fogartys Cousin war in der Armee. Er wollte uns was bauen. Wir machen das nach Feierabend. Aber ich sag dir, das wird den River der Register nicht gerade verkacken. Ihr glaubt, ein Gebäude in die Luft zu sprengen, macht du darfst sie nicht verkacken? Doch, Sweet Pea, das kann es. Ja. Lass mich mit Archie reden, ich kläre es auf Händen. Das ist deine Antwort auf alles. Weggekriegt. Reden, immer nur reden. Wir wissen nicht mal, auf welcher Seite guck mal, wie schön du ohne Monobrau bist. Oder Ehre. Hübscher. Typ. Hübscher. Typ. Okay. Ich weiß nicht, was ich noch mit deinen Augen dran machen soll. Ach, sie hat den dritten Weltkrieg ausgelöst. Weiß nicht. Die Mauswelt scheißt doch schon seit vielen Jahren auf uns. Dein Dad hat versucht, den Frieden zu wahren und Blutvergießen zu verhindern. Jetzt ist er weg. Und Idioten wie Sweet Pea denken, es gibt nur einen Weg und eine Lösung. Gewalt. Nick und ich waren die vielleicht ja, vielleicht nein unserer Jet-Set-Clique. Er ist ein echter Charmeur, aber wir hatten ihn weg. Wir sind um die Häuser gezogen, haben Party gemacht, von Club zu Club, haben die Nächte durchgemacht. Von Party zu Party. Nicht eifersüchtig sein. Nur ein Geist mit einem böses Mädchen. Such dich da Augen vor, Alter, ich beneide dich. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich schwöre. Worauf? Auf alles. Ich könnte die ein bisschen kürzen, ne? Kannst du. Ich will nicht nur ein halber Schatten sein. Ja, du tust dann alles, um deinen alten Kumpel zu beschützen. Mein Vater war ein Schatten.
Alter, wenn ich das hochlade, kann ich gleich bei Beauty's Beauty Palace anheuern. Beauty's Beauty Palace. Von mir aus auch so rum. Tallboy hat mir diese Jacke gegeben. Mach doch keine Beauty Palace. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich sie trage. Ne? Nee. Was macht die jetzt? Keine Ahnung. Also, jetzt wird's. Oh Gott! Alter! Das hat gerade voll weh getan. Mal sehen, ob du das Aufnahmeritual überstehst. Was? Alter! Fühlt sich voll komisch an. Dum, 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 dum. Hallo? Hallo? Mein Mutters Name? It's me? Ja, sie und mein Dad auch. Ich weiß. Ich weiß. Das schöne große Fenster. It's me? Oh. 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 Ach, ich bin so lang. Unser meine Augen. Sie darf uns nicht überraschen. Ah, ich bin doch auch schön. Das ist gut, die Schere. Weißt du, wie mir sowas alles immer im Nachhinein einfällt? Gut. Ich will auch etwas im Gegenzug, als Beweis ihrer Loyalität. Vorschlag. Du hast voll Angst, oder? Ein bisschen. Hast du das verkacke, oder? Nee. Was kacke hast du? Dass ich einschlafe. Du hast Zeit, bis morgen. Sind wir dann ist es ein Zeichen, dass du es genießt, dass ich deine Augen habe. Das tue ich sowieso. Ich lasse dich gerne an mir rumschnippeln. Ich wollte gerade erst rumspielen sagen, aber. Ja, deswegen werde ich okay sein. Ich lasse dich mich gerne verschönern, so. Sieht eigentlich aus, als hätte ich nie was in deinen Augenbrauen gemacht. Ja, weil da so viel ist einfach. Ja. Ja, wenn ich dann das einfach. Nee, nee, ich mach dich schon schön. Und bellt die ganze Zeit über. Der Hund kennt keine Grenzen. Jeder neue Rekrut kümmert sich um Hotdog. Das ist Tradition. Übrigens, geil. Ist es der dritte Hotdog. Oh, Hotdog der dritte. Jetzt schau wieder ein. Wir haben ja dann jetzt eigentlich hier 7 Minuten 22. Wir müssen noch 3 Minuten irgendwie vollkriegen. Warum? YouTube favorisiert Videos ab 10 Minuten. Meine Mama hat Blackout bloßgestellt. Nein, aber mir ist so scheiße da. Party zu Party. Ja, nee, stimmt, hast du schon recht. Ich kann nicht noch. Deine Nägel lackieren. Mich schminken. Deine Nägel lackieren. Oh, sie lackiert die Nägel. Nägel, komm, Hand drauf. Aber warte mal, wir müssen die Nägel filmen. Ich dachte, verkacke. Na, wenn du verkackst, verkackst du. Okay. Fragen Sie mich. Wir können einfach ganz entspannt. Okay. Warte, warte, warte. Ich glaube, das ist ein Handwerk. Genau wie Riverdale seinen eigenen Charme. Nur du hast Charme. Veronica Lodge. So reizend wie immer. So gehe ich dann morgen auch raus. Ja? Natürlich. Schade, morgen bist du nicht so an der Grund. Das wäre ja lustig gekommen. Hast du längst nicht anders geschrieben? Der Code war ausgerechnet aus einem Nancy Drew-Buch. Zufälligerweise. Mark, kannst du mir sagen, was für einen Grund ich hätte, das zu erfinden? Was weiß ich? Vielleicht haben du und dein Zockenfreund das ausgehängt, weil ihr so gelangweilt wart. Okay, wir wollen nichts ausschließen. Zumindest nicht so. Ich muss aber noch eine zweite Schicht mehr hören, weil es deckt nicht so gut. Okay. Wie sie mir einfach die Nägel lackiert, Freunde. Yes. Okay, Luft trocknen lassen, nächste Hand. Wuh, wunderschön. Hey, ich mach die wirklich besser als meine Hand. Wenn ein Serpent getötet wird oder ins Gefängnis kommt, wird die Familie versorgt. Serpents. Komm schon, konzentrier dich. Das ist eine ernste Angelegenheit. Mach ich ja, Tony. Ich schwör's bei Gott, ich nehme es ernst. Es ist nur... Erst das Biest und jetzt diese Gesetze. Und wieso hast du deine Meinung geändert? Vom Gegner mit Gewissen zum engagierten Vollmitglied? Wegen dem, was du gesagt hast. Mein Dad war der Einzige, der Idioten ist. Ich dachte ja schon, er könnte sich mal mit ihr zusammen. Jemand muss das in seine Hände nehmen. Dachte ich aber auch, dass sie zusammenkommen. Um den absoluten Krieg zu verhindern. Aber die haben, glaube ich. Die sollten vielleicht nicht so viel labern. Ich meine das total ernst, Tony. Warum? So Shit-Labern oder? So ein Shit-Labern? Oder so Leute, wir labern einfach mal über Riverdale, ja?
Das fünfte Gesetz, folge treu dem Mihawk. Regel Nummer 1, der Mihawk hat immer recht. Regel Nummer 2, hat der Mihawk mal nicht recht, folgt automatisch wieder Regel Nummer 1, der Mihawk hat recht. Und dann hat Lea recht. Lea hat sowieso immer recht. Es wird Zeit. Wir müssen dann später so ein Foto machen mit meiner Hand und deiner. Na! Was denn? Lass einfach. Wa, ba, 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 ba.